Und rufe ich auf gleich den Tagesordnungspunkt 10 neu. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachen Nummer 6678. Etikettenschwindel, digitale Agenda. Die deutsche Bundesregierung ist noch immer nicht im digitalen Zeitalter angekommen. Ausrufezeichen. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Fraktion Herrn Dr. Paul das Wort, dem Fraktionsvorsitzenden. Bitte schön. Sie haben sich das anders überlegt in der Fraktion. Gut, Herr Kollege Lammler hat das Wort. Bitte schön, anstelle von Herrn Dr. Paul spricht Herr Lammler, begründet Ihren Antrag. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank für Ihre Spontanität. Ich hoffe, Sie sind bereit und angeschnallt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Auch 25 Jahre, ja, bitte in den Reihen der CDU, ja. Ganz ruhig. Ich weiß, digitale Agenda, das ist für Sie alle so ein bisschen fremd, aber wir nähern uns dem Thema so ein bisschen. Also, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, sagte wer, liebe CDU? Genau, Herr Präsident, richtig. Auch 25 Jahre nach Gorbatschows Worten vor einem vergreisten Ost-Berliner Politbüro gilt diese Einsicht nicht weniger als 1989. Die Welt des beginnenden 21. Jahrhunderts wird immer mehr vom technologischen Fortschritt beherrscht und das Internet mit nahezu Lichtgeschwindigkeit ist darin eine treibende Kraft. Wir stehen hier in Deutschland und in NRW mitten in diesem Wandel, aber wie stehen wir eigentlich da? Eine Antwort darauf gibt schon die Tatsache, dass sich erst im August diesen Jahres die Bundesregierung überhaupt dieser Zukunftsaufgabe systematisch gestellt hat und sich damit erstmalig an einer sogenannten digitalen Agenda versucht hat. Aber kann es überhaupt gelingen, wenn sich eine große Koalition, die sich vorrangig auf den Erhalt des Status quo versteht, an das, ich betone das, elementare Zukunftsthema schlechthin wagt? Es konnte anscheinend nicht wirklich gut gehen. Und das ist nicht nur allein unser Fazit. Es spiegelt die allgemeine Enttäuschung von Verbänden und den netzpolitischen Akteuren wider. Die Zeit hat treffend formuliert, das Papier bestehe aus 38 Seiten Angst vor fester Zusagen. Und ich sage Ihnen, recht hat sie. Um es kurz zu machen, die von der Bundesregierung vorgelegte digitale Agenda ist das Ergebnis der Kombination aus Mut und Ahnungslosigkeit. Und meine Damen und Herren, das wäre nicht weiter schlimm, wenn die Technik funktionieren würde, wenn die Taktik funktionieren würde. Einfach den Kopf in den Sand stecken und ein bisschen warten und vielleicht ein bisschen weiter abwarten und vielleicht zieht die digitale, der digitale Strukturwandel an uns vorbei. Aber das tut er nicht, denn das funktioniert einfach nicht. Wir sind inmitten einer digitalen Revolution und das spüren die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen in NRW. Wie wollen Sie den Leuten erklären, dass unsere durchschnittliche Internetbandbreite langsamer ist als in Rumänien oder Russland? Dass die Breitbandförderung anscheinend aus den 90er Jahren stammt, denn sie ist konzipiert für Orte mit einer Versorgung unter 2 Megabit pro Sekunde und die gibt es in NRW eigentlich auch gar nicht. Die Große Koalition hat dazu nur Absichtserklärung. Schlimmer. Als die Tatsache ist aber vermutlich die Perspektive, die dabei zum Vorschein kommt. Für die Große Koalition scheint das Internet nur aus Kunden, Unternehmen und den Leitungen dazwischen zu bestehen. Das ist für uns Piraten aber viel zu kurz gesprungen. Denn inmitten des digitalen Wandels in der digitalen Welt steht für uns der Mensch im Mittelpunkt. Wie können die Grund- und Freiheitsrechte der Bürger gewahrt werden angesichts der Datensammelwut von Geheimdiensten und internationalen Konzernen? Wie können wir sicherstellen, dass alle Menschen, aber wirklich alle, an der Wissenschafts- und Informationsgesellschaft teilhaben können und ihre Chancen darin nutzen? Das sind die Fragen, die eine echte digitale Agenda beantworten muss. Was bedeutet das für jeden von uns, für das Ich,
und für das Wir, das eine totale Vermessung vom Individuum und Gesellschaft durch maschinelle Intelligenz in den Bereich des technischen Machbaren rückt. Wie gehen wir verantwortungsbewusst damit um, meine Damen und Herren? Das sind Fragen, die eine echte digitale Agenda beantworten müsste. Das tut sie aber nicht. Wir brauchen also konkrete politische Lösungen. Und die Westdeutsche Zeitung hat vor 2 Tagen die Frage gestellt, Digitalboom, Fluch oder Segen? Wir sagen, die Antwort darauf hängt von den Weichenstellungen einer zutiefst demokratischen Gesellschaft ab. Die Piraten wollen, dass das digitale Zeitalter aktiv gestaltet wird. Dazu haben wir 7 Forderungen in unserem Auftrag aufgestellt, an der sich eine digitale Agenda zu orientieren hat, die diesen Namen auch wirklich verdient hat. Wir Piraten laden Sie, meine Damen und Herren, recht herzlich dazu ein, mit uns zusammen an einer zukunftsweisenden Agenda zu arbeiten. So können wir Nordrhein-Westfalen als das digitale Spitzenland positionieren und einen starken Impuls nach Berlin senden. Und diese Einladung, das glauben Sie mir, diese Einladung kommt vom Herzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lammler. Für die SPD-Fraktion hat das Wort nun Herr Kollege Vogt. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Herr Lammler, nächste Zitatfrage an die CDU. Wesentlich einfacher, wir haben Neuland betreten. Das ist eine viel zitierte und zugleich viel belächelte Aussage der Bundeskanzlerin zum Thema digitaler Wandel. Es geht um einen technischen und gesellschaftlichen Wandel, der sich in kurzer Zeit vollzieht. Aber lassen Sie uns ein bisschen im Bild von Frau Merkel bleiben. Es stimmt, einige von uns sind dort schon früher gelandet, haben sich schon genauer umgeschaut. Und so betrachten Sie sich ja als Piraten auch. Das ist allerdings kein Grund für Überheblichkeit, denn auch Sie kennen bisher nur die Küstenregionen. Das Tempo, mit dem wir uns bewegen, ist atemberaubend schnell. Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass wir noch einen langen Weg haben werden. Die Zukunft in jedes Detail zu planen, wenn wir mit jedem Schritt neue Entwicklungen sehen, erscheint völlig beziehungsweise erscheint in diesem Fall wenig sinnvoll. Wir sollten uns eher darauf konzentrieren, in welche Himmelsrichtung wir wollen und welche Ausrüstung wir dazu benötigen. Vorschläge hierzu hat die Bundesregierung mit der digitalen Agenda vorgelegt, die sie am 20. August der Öffentlichkeit präsentiert hat. Auf rund 40 Seiten sind die Grundsätze der Digitalpolitik und Maßnahmen zur Umsetzung für die aktuelle Legislaturperiode niedergeschrieben. Die Digitalisierung der Gesellschaft ist demnach ein Querschnittsthema, an der auch 3 Ministerien, sowohl das Wirtschaftsministerium, das Innenministerium als auch das Verkehr und Ministerium für digitale Infrastruktur beteiligt sind. Entsprechend umfangreich und vielfältig ist der Inhalt der Agenda. Es geht um die digitale Infrastruktur, vor allem den Breitbandausbau, um Wirtschaft und Arbeit, um die Unterstützung von Start-ups und die Änderungen der Arbeitswelt. Und wenn wir uns die Seiten genauer ansehen, geht es um die Auswirkungen auf den Staat, die Verwaltung und wie Vorgänge der Verwaltung vereinfacht werden können. Sowohl die Verlagerung der Lebenswelten ins Digitale sollen berücksichtigt werden und Medienkompetenz soll gestärkt werden. Es geht in dem großen Bereich Bildung, Forschung und Wissenschaft um den Zugang zu Informationen, den digitalen Wandel in der Wissenschaft zu stärken und die Digitalisierung der Bildung voranzutreiben. Sicherheit, Daten und Verbraucherschutz werden als wichtige Voraussetzungen für das Vertrauen im Netz benannt. Ja, und die digitale Agenda versucht, die europäische Dimension des digitalen Wandels zu beschreiben. Das ist unumgänglich beim internationalen Charakter des Netzes. Meine Damen und Herren, zugegeben, die etwas verkürzte Zusammenfassung des Inhalts zeigt, wie umfangreich das Thema ist. Die Aufgabe der digitalen Agenda kann es nicht sein, alles im Detail festzuschreiben. Es geht um eine Richtung, die vorgegeben wird.
In Berlin wurde zudem ein Ausschuss Digitale Agenda eingesetzt. Der Bundestag verfügt damit zum ersten Mal über ein ständiges parlamentarisches Gremium, das sich dem digitalen Wandel widmet. Dieser Ausschuss soll die Umsetzung begleiten und die skizzierten Wege konkretisieren. Meine Damen und Herren, die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft hat eine solide Basis erarbeitet, auf der die Arbeit des Ausschusses aufbauen kann. Über 3 Jahre hat sie zum Thema digitaler Wandel diskutiert und insgesamt 7 Zwischenberichte und einen Abschlussbericht hierzu vorgelegt, der konkrete Handlungsempfehlungen für das Parlament enthält. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Schwert? Herr Schwert redet ja gleich noch mal. Ich werde weiter fortsetzen. Keine Zwischenfrage, bitte. Bei aller Kritik sehen wir, in Berlin tut sich einiges. Und eigentlich könnten Sie als Piraten ja zufrieden sein. Denn es ist eingetreten, was auch Sie gefordert haben. Die Netzpolitik ist im ganz großen Politikbetrieb angekommen, auch ohne Sie im Parlament. Deswegen versuchen Sie ja, hier aus einem Landesparlament heraus die Bundespolitik zu kritisieren. Ich verschweige nicht, dass einzelne Punkte des umfangreichen Papiers aus Sicht der SPD in Nordrhein-Westfalen verbesserungsfähig sind. Natürlich ist die digitale Agenda das Produkt einer Koalition. Und das heißt, dass auch Kompromisse einzugehen sind und diese auch Einzug ins Papier gefunden haben. Und es wurden Punkte ausgelassen, weil man sich nicht einigen konnte. So ist das bei Koalitionen, liebe Piraten. Damit haben Sie keine Erfahrung. Um solche Sachen müssen Sie sich nicht kümmern. Ja, das führt dazu, dass es durchaus Stellen gibt, bei denen die Linie der SPD nur teilweise festgeschrieben werden konnte und an denen wir hier im Landtag weiter sind. Zum Beispiel beim Thema Störerhaftung. Der Landtag hat hier mit Stimmen der SPD, Grünen und auch Ihnen als Piraten die Landesregierung schon im November 2013 aufgefordert, sich für die Abschaffung der rechtlichen Unsicherheiten im Betrieb von privaten offenen WLANs einzusetzen. In unserem Antrag ist nirgends die Rede davon, die Betreiber nach kommerziellen Anbietern wie Cafés und Hotels und rein privaten Anbietern zu unterscheiden. Das ist die Beschlusslage hier bei uns in NRW. Ebenso beim Thema Netzneutralität, das so wichtig für ein freies Internet ist, dass es kaum genug Beachtung finden kann. In der digitalen Agenda wird die gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität auf Bundesebene als Ziel benannt, ebenso der Einsatz dafür, dass dies auch auf europäischer Ebene geschieht. Den Piraten ist das nicht konkret genug. Sie fordern eine genauere Definition im Bundestag. In einem gemeinsamen Antrag der SPD und der Grünen und auch in einem Änderungsantrag dazu der Piraten vom Mai letzten Jahres haben wir hier in NRW vorgemacht, wie es richtig gehen kann. Durch unseren Landtagsbeschluss wurde ein verbindlicher Rechtsrahmen, der den gleichberechtigten Transport aller Datenpakete unabhängig von seinem Inhalt oder seiner Absenderadresse garantiert, eingefordert, auch auf europäischer Ebene. Auch im neuen Landesmediengesetz wurde dieser Anspruch aufgegriffen. Die Landesanstalt für Medien kann nun Maßnahmen zur Sicherstellung der Netzneutralität ergreifen. Es gibt weitere positive Beispiele hier in NRW, bei denen wir weit vorn sind. Ich denke an die Open Government Initiative für mehr Transparenz und Beteiligung. Eine Reihe von Gesetzesinitiativen werden bereits durch Online-Konsultationen begleitet. Und ich denke auch an die derzeit diskutierte Abschaffung der 7-Tage-Regel hier in unserem Ausschuss, hier im Parlament in Nordrhein-Westfalen. Wir in Nordrhein-Westfalen können uns durch die bereits bestehenden Beschlüsse und Forderungen sehen lassen. Meine Damen und Herren, zusammengefasst, ja, die digitale Agenda ist hier und da nicht ausreichend formuliert. Ja, es gibt auch Punkte, die man ändern könnte, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Dass eine Bundesregierung diesem Thema solche Bedeutung beimisst, das ist neu und das begrüßen wir. Und ich glaube, um das Bild vom Anfang meiner Rede aufzugreifen, dass die digitale Agenda einige nächste Schritte dieser Reise beschreibt. Die Piraten mögen befürchten, dass wir bald verhungern oder von Bären gefressen werden. Ich befürchte das nicht. Wir werden sicher nachsteuern müssen, aber wir sind in NRW gut aufgestellt. Und das, was noch kommt, haben wir hier gut vorbereitet. Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss. Herzlichen Dank. Jo, vielen Dank, Herr Kollege. Bleiben Sie einen Moment am Pult, bitte, Herr Vogt. Dazu können Sie auch noch eine Zwischenintervention freuen.
und zwar gleich vorweg von Herrn Kollegen Schwert beantragt und damit hat er auch das Wort. Bitte schön, Herr Schwert. Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Ja, Herr Kollege, danke, dass Sie jetzt doch noch stehen geblieben sind, obwohl Sie die Frage nicht zulassen wollten. Ich werde das jetzt eben im Rahmen einer Kurzintervention machen. Und zwar sprachen Sie als positives Beispiel den Bundestagsausschuss Digitale Agenda an. Ich finde aber, das ist viel eher ein negatives Beispiel. Wie finden Sie es denn, dass dieser Ausschuss nicht öffentlich tagt? Wie ist das denn überhaupt einzuschätzen, dass diese besagte Digitale Agenda in diesem Ausschuss für Digitale Agenda überhaupt nicht vorher beraten worden ist? Ich finde, das ist doch eher ein Zeichen von Ignoranz. Nur mit großem Trara wurde dieser Ausschuss eingeführt und die Bundesregierung, darunter auch die SPD, hat es nicht mal für nötig befunden, die eigenen SPD-Sockenpuppen zu befragen und erst recht nicht SPD-Netzpolitiker. Also das finde ich eher ein Beispiel, wie Netzpolitik nicht laufen sollte, denn als positiv hervorzuheben. Bitte schön, Herr Vogt. Lieber Herr Schwert, ich hatte Ihnen gesagt, dass es eine Reihe von Punkten gibt, die man durchaus an der digitalen Agenda kritisieren kann. Ich habe gesagt, dass es positive Beispiele gibt und ich habe den Ausschuss Digitale Agenda genannt, weil wir zum ersten Mal ein dauerhaft tagendes Gremium im Bundestag haben, was sich mit dem Thema beschäftigt. Das ist das Positive daran. Es gibt Sachen, die natürlich hier in Nordrhein-Westfalen besser laufen. Die Öffentlichkeit von Ausschüssen zum Beispiel. Öffentliche Ausschüsse, da sind wir uns sicherlich einig, sind besser als geheimtagende Ausschüsse. Und von daher ist das eine Sache, da kann man positiv auf NRW gucken. Wir machen unsere Sachen hier öffentlich. Wir diskutieren auch über digitale Fragen öffentlich. Da kann Berlin von uns lernen. Vielen Dank, Herr Kollege Vogt. Und damit spricht für die CDU-Fraktion als nächster Redner Herr Kollege Schick. Vielen Dank, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Die reflexartige Kritik der Piratenfraktion an der digitalen Agenda der Bundesregierung kommt alles andere als überraschend. Schließlich erlaubt sich doch die Bundesregierung, ein Themenfeld zu besetzen, auf das die Piraten gerne einen Alleinvertretungsanspruch erheben würden. Aus diesem Grund macht es Sinn, sich die digitale Agenda der Bundesregierung einmal etwas genauer anzuschauen. Begrüßenswert ist grundsätzlich, dass der Bund erstmals alle Bereiche gemeinsam durchleuchtet, die von der Digitalisierung betroffen sind. Dieses vernetzte Vorgehen hat in der Vergangenheit gefehlt, schon allein deswegen ist der Ansatz zu unterstützen. Doch nicht nur die Zielsetzung der digitalen Agenda ist richtig, auch die von der Bundesregierung geplanten 7 Handlungsfelder sind sinnvoll. Da es sich hier allerdings um eine Landtagsdebatte handelt und nicht um eine Bundestagsdebatte, macht die Fragestellung natürlich Sinn, was bedeutet die digitale Agenda für Nordrhein-Westfalen? Aus meiner Sicht ist sie in jedem Fall erst einmal ein Wecker für die im Tiefschlaf befindliche Landesregierung, die immer noch analog statt digital unterwegs ist. Verehrte Ministerinnen und Minister, wo sind Ihre vernetzten Konzepte, die Sie für Nordrhein-Westfalen entwickelt haben? Die Antwort ist einfach: Fehlanzeige. Ich werde mich zunächst auf die Bereiche, melden Sie sich bitte, dann können wir darüber diskutieren. Zwischenfragen sind immer etwas einfacher zu beantworten als Zwischenrufe. Aber Sie sind ja auch gleich noch dran und können dann entsprechend sich äußern. Ich werde zuerst zum Datenausbau, Datenautobahn sprechen und zu wirtschaftlichen Innovationspotenzialen. Der Kollege Arne Moritz wird dann auf Fragen des Schutzes von IT-Systemen und den Schutz der Gesellschaft im Netz eingehen. Fangen wir zunächst an mit der Grundvoraussetzung, sprich dem Breitbandausbau. Bis 2018 sollen 50 Mbit pro Sekunde flächendeckend verfügbar sein, zugegebenermaßen ein ehrgeiziges Ziel. Das möchte die Bundesregierung erreichen mit einem Bündel von Maßnahmen. Dazu gehören unter anderem Mitverlegung von Telekommunikationslinien bei Bauarbeiten. Genehmigungsverfahren sollen verschlankt werden. Es soll eine Prämienförderung für den Netzausbau entwickelt werden und die frühzeitige Vergabe von Funkfrequenzen wird angestrebt. Das sind schlagwortartig nur einige Maßnahmen.
Ich prognostiziere einmal, wie die Landesregierung jetzt auf diese digitale Agenda reagieren wird. Man wird sie im Grundsatz begrüßen, aber dann kommt der Redebaustein, der immer gezogen wird. Das reicht alles nicht. Für den Ausbau von Datenautobahnen sind unbedingt Bundesgelder notwendig. Aber, und das geht in die Richtung der zuständigen Minister Remmel und Dün, Sie sind hier vor Ort dafür zuständig, dass wir keine Schotterpisten, sondern Datenautobahnen haben. Und es ist ja bezeichnend, Herr Minister Dün ist erkrankt, das ist nicht die Frage, aber dass Herr Minister Remmel sich bei diesem Punkt dann einfach mal aus dem Plenum stiehlt. Vor allen Dingen, wenn man sich deutlich macht, dass die digitale Agenda, die der Bund aufgelegt hat, kein Freibrief hier für halbherzige Bemühungen in Nordrhein-Westfalen ist. Was zu tun ist, liegt auf der Hand. Sie als Landesregierung müssen die Förderprogramme hier vor Ort überarbeiten und den betroffenen Kommunen helfen. Verbessern Sie die Beratung der Städte und Gemeinden, der Bürgermeister, die Schwierigkeit haben, vor Ort die besten Lösungen zu finden. Und haben Sie endlich in den Haushaltsplanberatungen einmal einen realistischen Ansatz dafür, was notwendig ist, um den Ausbau von Datenautobahnen zu forcieren. Das sind beispielhaft nur drei Aufgabenbereiche, die auf Sie zukommen, ohne auf den Bund zu schauen bzw. ohne Bundesgelder einzufordern. Nordrhein-Westfalen ist nämlich dringender als jedes andere Bundesland darauf angewiesen, dass wir im Bereich der digitalen Entwicklung an der Spitze in Deutschland stehen. Deshalb ist der Ausbau von Datenautobahnen so wichtig. Die digitale Revolution geht aber weiter. Wichtig ist, dass wir gerade jungen und innovativen IT-Unternehmen große Wachstumschancen bieten. Hier muss Bürokratie abgebaut werden und Finanzierungsmöglichkeiten für private Geldgeber müssen verbessert werden. So können wir die Gründerszene stärken und eine bessere Förderung für Start-up-Unternehmen erreichen und auch im Bereich Industrie 4.0 vorankommen. All diese Themen hat im Gegensatz zur Landesregierung die Bundesregierung ressortübergreifend aufgenommen. Das macht die digitale Agenda zu einem guten Prozess, den meine Fraktion jedenfalls unterstützen wird. Das sind wichtige Signale aus Berlin, die allerdings jetzt durch die Landesregierung flankiert werden müssen. Eine Bemerkung noch in Richtung des Ministers Düns, der, wie gesagt, krankheitsbedingt fehlt. Da er schon selbst nichts aufs Gleis setzt, hoffe ich jetzt wenigstens einmal, dass er auf diesen ICE aus Berlin springt. Dass ihn ausgerechnet Stauminister Groschek heute beim Thema unter anderem Datenautobahn vertreten wird, lässt nichts Gutes vermuten. Wer mit Schlaglöchern nicht klarkommt, ist nicht für Funklöcher automatisch prädestiniert. Vielen Dank, Herr Kollege Schick. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Bolte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich würde vielleicht einfach eine Vorbemerkung so auf der Verfahrensebene machen. Ich finde es nach wie vor ein bisschen anstrengend, dass wir hier, dass die Piratenfraktion den Nordrhein-Westfälischen Landtag hier immer als den Ersatzbundestag versteht. Bei der digitalen Agenda, ja, Herr Kollege Schulz, bei der digitalen Agenda handelt es sich, ja, Sie verstehen das möglicherweise nicht, Herr Kollege Schulz, da geht es um ein Arbeitspapier zwischen drei Bundesministerien. Das ist inhaltlich durchaus in der Bewertung, kann man das sehr unterschiedlich sehen. Das tun wir auch sehr unterschiedlich in der Bewertung. Ich finde, auf dieser Verfahrensebene erstmal das einfach vorausgeschickt. Das finde ich schräg. So, auf der inhaltlichen Ebene, ich habe es angedeutet, kann man zu unterschiedlichen Bewertungen der digitalen Agenda kommen. Sie haben es gesehen, die Kolleginnen und Kollegen vom Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag haben natürlich eine, das ist naturgemäß so ein bisschen, eine etwas andere Bewertung, als das die Kollegen von CDU und SPD vorgetragen haben. Wie gesagt, ein Thema in der ausschließlichen Zuständigkeit des Bundes. Das ist dann erstmal der normale Gang der Dinge, dass man da zu unterschiedlichen Auffassungen kommt. Und das werden wir dann ja hier in den Ausschüssen noch an der einen oder anderen Stelle diskutieren können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fand es inhaltlich, was der Kollege Schick hier gerade abgeliefert hat, das war wirklich bemerkenswert. Wo waren Sie eigentlich die letzten 4 Jahre?
Wo waren Sie eigentlich die letzten 4 Jahre, wenn wir hier über die ganzen digitalen Themen debattiert haben? Das kann man sich bei Ihrer Rede wirklich fragen. Ich weiß nicht, was dieser Auftritt werden sollte. Er war sicherlich nicht der Komplexität des Themas angemessen. Nichtsdestotrotz will ich einige der Baustellen gerne aufgreifen, die Sie angesprochen haben. Natürlich als eines der Kernthemen der digitalen Agenda der Bundesregierung, der Breitbandausbau. Sie haben jetzt einfach mal das vorgelesen, was Sie die letzten Male, wenn wir hier drüber diskutiert haben, über dieses Thema immer vorgelesen haben. Für jeden hier im Haus ist klar, der Breitbandausbau, eine Bereitstellung einer vernünftigen digitalen Infrastruktur ist die Zukunftsfrage unserer Gesellschaft, ist die Frage, die wir gestalten müssen. Wir müssen für digitale Teilhabe sorgen, aber da ist es erster Punkt unterkomplex zu sagen, alleine das geht, da geht es alleine um Infrastruktur, das ist eine Aufgabe in vielen Dimensionen, da spielen soziale Fragen rein, da spielt auch die Frage der Generationen rein, weil wir die Älteren nicht von der Digitalisierung abhängen dürfen. Da geht es um Bildung und um Kompetenzen. Ich finde es übrigens, anders als im Piratenantrag unterstellt, nicht falsch, auf die Förderung der Kompetenzen bei den einzelnen Nutzerinnen und Nutzer zu setzen. Aber natürlich geht es auch um die Frage der Infrastruktur. Und da erleben wir es hier jedes Mal wieder mir fällt wirklich kein anderes Wort mehr ein als ein verlogenes Schauspiel der Opposition. Jede Ausgabenkürzung, wir haben gestern eine Haushaltsdebatte gehabt, jede Ausgabenkürzung wollen Sie am liebsten nach Münster oder nach Karlsruhe ziehen. Jede Zusatzausgabe, die diese Landesregierung veranlasst, und da ist es Ihnen völlig egal, in welchem Bereich, ist für Sie erstmal Teufelszeug. Und dann wundern Sie sich und stellen sich hier hin und kritisieren, dass wir hier nicht die Milliardenprogramme für Breitband aufgelegt haben. Und dabei ignorieren Sie dann auch noch, wie denn die tatsächlichen Verhältnisse hier in den letzten Jahren sich verändert haben. Wenn Sie sich anschauen, wie waren denn die Programme ausgestattet unter Herrn Uhlenberg und unter Frau Toben? Da war ein einstelliger Millionenbetrag. Jetzt haben wir das immerhin auf 14 Millionen deutlich erhöht. Das sind nur die Programme zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke. Da kommen noch Beratungsangebote wie das Breitbandconsulting dazu. Da kann man jetzt mosern, dass das zu wenig ist. Ich würde mir auch wünschen, dass das mehr wird. Aber dann muss man auch den Schneid haben, und den hat die Opposition in diesem Haus nicht, zu sagen, wo das Geld herkommen soll. Diese ewige Oppositionsdialektik, die hilft uns nicht weiter, dass Sie immer sagen, man muss sich einfach nur die letzte Sommerpause angucken, da sagen Sie immer, gebt ihr, Landesregierung, gebt ihr mal weniger Geld aus, aber jeder Kollege bei uns aus der Opposition darf jetzt ein Projekt anmelden. Der eine senkt die Klassengrößen von 6.000 Stellen, die Sie einsparen wollen, dann will einer bei der Polizei mehr Stellen, für die Sie weniger Geld ausgeben wollen. Dann darf ein Dritter noch 5 Straßen bauen und Glasfaser gibt es dann noch als Dreingabe für alle. Das ist die Lage der Opposition in dieser Legislatur im Jahr 2014. Und in dieser Lage werfen Sie uns dann vor, dass wir sagen, lieber Bund, wir erwarten, dass du mit deinem Digitalminister Dobrindt nicht nur die schönen Posen für die schönen Hochglanzfotos machst, sondern auch Geld für zukunftsfähiges Netz beiträgst. Und da werfen Sie uns fehlenden Gestaltungswillen vor, und das ist unseriös bis ins Mark. Natürlich zählen dann auch Fehler der Vergangenheit mit rein, auf die die digitale Agenda so keine Antwort gibt. Da kommen die Fragen von der Poststrukturreform 2 über die nicht angemeldeten weißen Flecken hier von Frau Toben und dann eben auch das ewige Mantra von Frau Merkel und Herrn Rösler, dass der Markt das schon alles richten wird. Das muss man im Kopf behalten, wenn man über den Ausbau der Netzinfrastruktur redet. Und dann ist es ein sehr legitimes Anliegen zu sagen, Bund, nicht nur die Ziele definieren, sondern auch springen, wenn du Ziele definierst. Und das war jetzt der erste Link zu den landespolitischen Debatten, die wir in der letzten Zeit hatten. Vieles von dem, das ist angesprochen worden, gerade vom Kollegen Vogt, vieles von dem, was angesprochen ist in dem Antrag, das haben wir hier schon aufgegriffen, oft genug, das gestehe ich ja gerne auch zu, unter Mitwirkung der Piratenfraktion. Thema Störerhaftung, dieses Thema, das uns den so wichtigen Aufbau von offenen Netzen, von offenen Funknetzen in Deutschland, was das so massiv behindert, das stand bei uns im rot-grünen Koalitionsvertrag, Bundesratsinitiative Oktober 2012, Landtagsbeschluss November 2013. Da kommen Sie jetzt normal um die Ecke mit. Natürlich ist es doch völlig klar, natürlich müssen wir
Das ist auch logisch, bin ich dem Kollegen Vogt auch dankbar, dass er das eben schon klargestellt hat. Wenn dann irgendwann auf der Zeitleiste mal eine konkrete Änderung am TKG kommt, dann werden wir darüber reden müssen, ob das den Beschlüssen hier im Haus entspricht. Das gilt genauso bei der Netzneutralität, das gilt genauso bei der Datenschutzreform, Landtagsbeschluss Mai 2013, ohne die Stimmen der Piratenfraktion, Open Government. Im Innenausschuss haben Sie dagegen gestimmt, als wir die Open NRW-Strategie auf den Weg gebracht haben. Und dann, als sie vorlag, kurz vor der Sommerpause dieses Jahr, Herr Kollege Schwert, da kam dann von Ihnen nur noch kleinkariertes Gemäkel an einer Strategie, die wirklich geeignet ist, alle Handlungsbereiche zusammenzufassen, abzudecken und bundesweit vorbildlich zu sein. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann ich eigentlich nur sagen, jeder hier im Haus weiß, wie groß die Herausforderungen des digitalen Wandels sind. Ich mache keinen Hehl daraus, dass auch ich viele Themen habe. Das ist doch selbstverständlich, dass auch ich viele Themen habe, wo ich sagen würde, geht es weiter, da geht es schneller, da könnte es mehr sein. Aber ich sage auch, wir haben, da habe ich jetzt im Einzelnen noch angesprochen, viele Initiativen, Maßnahmen auf den Weg gebracht, seit Rot-Grün 2010 hier regiert. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind der Motor für die Entwicklung in Berlin. Das ist unser Anspruch an Netzpolitik hier in Nordrhein-Westfalen. Und wir werden auch der Motor für europäische Netzpolitik sein. Da hat ja die Personalie Oettinger uns in den letzten Tagen sehr erfreut. Er hat sich vorgenommen, dass er sich in das Thema einarbeitet. Man kann ihm nur sagen, viel Glück dabei. Ich kann nur versprechen, wir werden ihn an allen sich bietenden Stellen triezen. Denn die Chancen des digitalen Wandels sind so gigantisch, dass wir sie nicht einem Kommissar überlassen können, der sie 5 Jahre nur verwaltet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Bitte bleiben Sie noch vorne, denn Herr Kollege Schwert von der Piratenfraktion hat sich zu einer Kurzintervention gemeldet und hält jetzt für 90 Sekunden das Wort. Bitte, Herr Kollege. Herzlichen Dank. Ja, tut mir leid, ich konnte nicht widerstehen. Sie sprachen gerade an, dass wir Bundesthemen bearbeiten hier auf Landesebene und das in Ihrer Rüge zur Verfahrensweise uns sozusagen negativ auslegen wollten. An anderer Stelle haben Sie sich doch gefreut, dass Themen hier aus Landesebene im Bund aufgegriffen worden sind. Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Immerhin muss man ja auch feststellen, sind Sie im Bund als Grüne in der Opposition und hier Teil der Regierung. Haben Sie da nicht vielleicht ein bisschen Angst vor der Verantwortung, hier aus der Regierung eben diese entsprechende Initiative aufzunehmen? Muss man ja fast so sehen. Und ansonsten enthält dieser Antrag jede Menge Punkte, und zwar ganz konkrete Forderungen, die sehr wohl einen Landesbezug haben in NRW. Und da würde ich dann Sie auffordern, in den zukünftigen Beratungen, die wir in den Ausschüssen haben, doch von Ihnen die passenden Anträge zuzusehen. Dankeschön. Also, lieber Kollege Schwert, vielen Dank für diese Kurzintervention. Gerügt habe ich Sie nicht, das darf nur der Präsident, das ist auch gut so. Der Punkt, den ich gemacht habe, war nicht zu sagen, Sie dürfen hier keine Anträge mit einem bundespolitischen Bezug stellen. Das wäre ja auch Quatsch, weil natürlich Nordrhein-Westfalen ein Teilstaat der Bundesrepublik Deutschland ist. Wenn allerdings die Tatsache, dass Nordrhein-Westfalen Teil der Bundesrepublik ist, der einzige landespolitische Bezug ist, dann finde ich, ist das vom Verfahren her ein bisschen schwierig. Bei der digitalen Agenda, wie gesagt, es handelt sich um ein Arbeitspapier zwischen 3 Ministerien. Da ist der Bundesrat nicht dran beteiligt, da ist der Nordrhein-Westfälische Landtag nicht dran beteiligt, da ist das Europäische Parlament nicht dran beteiligt, da ist natürlich auch dieser Landtag nicht dran beteiligt. Ich frage mich dann, warum debattieren wir dann über so ein allgemeines Papier? Ich teile die Kritik voll und ganz, dass das im zuständigen Ausschuss des Deutschen Bundestages, da gehört es nämlich hin, nicht diskutiert wurde in der angemessenen Weise. Die Kritik teile ich voll und ganz. Aber ich habe Ihnen auch gesagt, an den Stellen, wo sich dann diese bundespolitischen Vorhaben konkret auswirken. Ich habe zum Beispiel das TKG angesprochen. Hallo, Herr Schwert. Ich habe zum Beispiel das TKG angesprochen. Das wird ja am Ende zustimmungspflichtig sein im Bundesrat. Da müssen wir dann drauf gucken, ist das, was die Große Koalition da am Ende auf der Zeitleiste macht, ist das eigentlich vereinbar mit dem, was wir gemeinsam beschlossen haben hier im Landtag? Das ist völlig klar. Nur Ihre Redezeit. Gut. Das war die Erläuterung zu meiner Verfahrenskritik. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Soweit Kurzintervention und
Antwort darauf. Und jetzt erhält das Wort für die FDP-Fraktion Herr Kollege Nückel. Bitte. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kollege Schwert, Sie müssen natürlich Verständnis haben. Dass Herrn Bolte das nicht gefällt, hat was mit der Koalitionsraison zu tun hier in Düsseldorf. Und warum es SPD und CDU nicht gefällt, hat vielleicht was damit zu tun, dass es natürlich in der Tat schwierig ist, hier, ich sage jetzt mal, die Kompetenzkernschmelze dreier Ministerien zu verteidigen. Eigentlich gehen Sie ja, gehen die Piraten mit Ihrer Bewertung ja eigentlich noch gnädig mit der Bundesregierung um. Deswegen verstehe ich dann auch nicht so ein bisschen so die Abneigung dagegen. Also die Piraten bezeichnen die digitale Agenda der Bundesregierung als Etikettenschwindel. Dieser Vorwurf geht nach Ansicht der FDP in die richtige Richtung. Sie haben allerdings heute den Berliner Koalitionsparteien natürlich mit ihrem Antrag die Möglichkeit gegeben zu verteidigen, was irgendwie ja gar nicht da ist. Denn eine wirkliche Agenda zeigt die digitale Agenda in keiner Weise hier auf. Und sie enthält weder detaillierte Vorschläge zur Gestaltung der digitalen Gesellschaft, noch sind konkrete Maßnahmen beschrieben. Und somit ist es eine behäbige Zustandsbeschreibung, würde ich mal sagen, statt ein innovativer Fahrplan, der jetzt vielleicht erwartet worden war. Und diese Befindlichkeitsbeschreibung fasst dann zusammen, was man in Berlin derzeit für die aktuellen Herausforderungen hält. Aber aus unserer Sicht und auch aus Sicht ja der Wirtschaftsorganisationen und vor allem dem Gründerverband ist die digitale Agenda schlicht und ergreifend eine Enttäuschung. Ich nutze jetzt den Anlass mal, vielleicht um auf einige wenige Baustellen einzugehen, die von der Großen Koalition wortreich umschifft worden sind. Erstens, trotz vieler warmer Worte zur Bedeutung von Unternehmensgründung fehlen natürlich in diesem Papier innovative Maßnahmen, wie die Rahmenbedingungen für eine neue Start-up-Kultur konkret verbessert werden könnten. Eigentlich bräuchten wir ja einen Kraftakt für Gründung und Innovation, auch mehr Mittel zum Beispiel für Hochschulen, den Abbau bürokratischer Hürden bei Gründung, ja, und auch eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung. Zweitens, die Große Koalition legt leider keine konkreten Vorschläge für mehr Marktwirtschaft und Wettbewerb im digitalen Markt vor. Eine Anpassung beispielsweise des Kartellrechts, um monopolartigen Unternehmen beizukommen zu können, wird weiterhin nur, ich zitiere, geprüft. Bereits vor Monaten hatte ja allerdings der Vizekanzler und Wirtschaftsminister Gabriel öffentlich eine solche Prüfung angekündigt. Das ist zu wenig. Kartellrecht und Medienaufsicht müssen endlich an das digitale Zeitalter angepasst werden. Und dazu benötigen wir eine einheitliche Aufsichtsstruktur sowie ein schärferes kartellrechtliches Schwert gegen marktbeherrschende Unternehmen. Drittens, lapidar wird als ein Beispiel, wie man ambitionierter werden will, die sogenannte Premium-Förderung Netzausbau geplant, die entwickelt werden soll. Ja, eigentlich hätte die jetzt schon diese Beschreibung in diese Agenda gehört. Die Piraten sprechen in ihrem Antrag an, dass die Bundesregierung beim Breitbandausbau ambitionierter werden muss. Ja, auf jeden Fall. Sie muss es allerdings schon deshalb tun, weil unter anderem das größte deutsche Bundesland, Nordrhein-Westfalen, in diesem Bereich irgendwie kapituliert hat. Letzte Woche wurde der offizielle Startschuss der neuen Förderperiode des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, durch den Wirtschaftsminister gegeben. Aber dabei hat hier in Düsseldorf, in NRW, Rot-Grün, den Bürgern und dem Mittelstand eigentlich nur klargemacht, der Breitbandausbau in der Fläche ist für die Landesregierung keine Priorität. Man hat die große Chance vertan, den Breitbandausbau zu einer Priorität im EFRE-Förderprogramm zu machen und erhebliche Mittel dafür zu generieren. Denn nicht nur im ländlichen und dünn besiedelten Regionen werden Mittel für einen flächendeckenden Breitbandausbau benötigt, sondern, zeigte ja eine Anfrage Ihres Clubs, Herr Bolte, gerade auch in Ballungsräumen gibt es Randgebiete in den Städten, die völlig unterversorgt sind. Ja, und mit ihrer Haltung verfestigt Rot-Grün den stockenden Ausbau. Und das ist ein Nachteil für Mittelstand und Handwerk vor Ort. Es ist ein Wettbewerbsnachteil. Allerdings gibt es auch im Antrag der Grünen einen schweren Webfehler, wie ich meine, denn sie entwerten ihren eigenen Antrag mit ewig gleichen gestrigen Parolen. Beim Punkt Urheberrecht wird immer wieder
die alte Mär überholter Geschäftsmodelle formuliert. Ja, wenn diese Logik so richtig wäre, dann würden ja alle Güter, die häufig gestohlen werden, zu veralteten Geschäftsmodellen gehören. Aber sobald Piratinnen Bücher schreiben, sehen die das mit dem Urheberrecht ja plötzlich auch wieder ganz anders. Und ja, da zieht die Debatte, glaube ich, ein bisschen an Ihnen vorbei. Und auch der Bundesjustizminister Maas, Heiko Maas, hat ja nach großen Ankündigungen, er will da was tun, jetzt auch schon wieder auf die Bremse getreten und ist in eine wiederholte Analysephase getreten. Ja, er hat gemerkt, es ist eben nicht schwer, vermeintlich Gutes anzukündigen. Es ist auch schwer zu wissen, was gut ist. Insofern freue ich mich auf die Debatte im Ausschuss und bestimme natürlich der Überweisung zu. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Nückel. Für die Landesregierung erteile ich in Vertretung für Herrn Minister Dün, Herrn Minister Groschek das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, einer Agenda vorzuwerfen, dass sie eine Agenda ist, ist Tautologie. Tautologie ist, wenn man Regen als Regen bezeichnet. Denn eine Agenda ist natürlich keine konkretisierte, maßnahmenorientierte Handlungsanleitung, sondern ein strategisches Grundsatzpapier, was zum Problem werden kann, wie wir alle bei einer anderen Agenda lernen konnten. Also da, glaube ich, muss man noch mal einen anderen Einstieg in die Begrifflichkeit finden. Dass die digitale Transformation alle Lebensbereiche erfasst, ist im Grunde Banalität. Das ist noch mal richtig beschrieben. Was aber abgesteckt werden muss, ist das, was an Stichworten in der Agenda der Bundesregierung beschrieben ist. Das muss übersetzt werden in modulare Handlungsanleitung für die einzelnen Bereiche, die aufgeführt sind. Wenn wir digitale Transformation als Chance begreifen, sollten wir sehr ernsthaft zur Kenntnis nehmen, dass beispielsweise im Bitkom-Papier beschrieben ist, dass Deutschland wie die gesamte Europäische Union allenfalls Mittelmaß ist im Vergleich zu den führenden globalen Industrieregionen und Wachstumsregionen. Es wurde darauf hingewiesen, dass die EU sich jetzt fit machen will und einen Kommissar speziell zur digitalen Agenda benannt hat. Herr Oettinger selbst hat allerdings darauf hingewiesen, dass er sich auf dieses Neuland in Anführungszeichen freue und hoffe, dass er der Herausforderung gewachsen ist. Wir hoffen das auch, weil wir natürlich in Europa eine in Anführungszeichen Lokomotive brauchen und nicht dauerhaft Fahrschülerinnen und Fahrschüler, gerade auf dem Feld. Also die Aufforderung von Bitkom durchzustarten nehmen wir durchaus ernst, weil wir von Prognos wissen, 2012 war mehr als ein Drittel des Wertschöpfungswachstums digital getrieben, anders ausgedrückt 145 Milliarden Euro unseres Wertwachstums war der Digitalisierung geschuldet oder wieder anders ausgedrückt. Wir können davon ausgehen, dass rund 1,5 Millionen Arbeitsplätze allein in 2012 so neu entstanden sind. Das charakterisiert die wirtschaftspolitische Bedeutung mit wenigen Zahlen. Die Landesregierung hat ihre Wirtschaftspolitik entsprechend ausgerichtet. Denken Sie an die Leitmarktstrategie Industrie 4.0. Denken Sie an den Einsatz für leistungsstarke Infrastruktur. Natürlich sind Hochleistungsbreitbandnetze Voraussetzung. Im Ballungsraum sehen wir durchaus vergleichsweise gut aus, was ja hier zu oft diskutiert wurde. Im ländlichen Raum, gebe ich Ihnen recht, bleibt die Herausforderung bestehen. Nicht zuletzt mit unserem runden Tisch Breitband formulieren wir ja gerade praxisnahe gemeinsame Antworten. Und wir wollen gemeinsam mit dem Bund, nicht gegen den Bund, dafür sorgen, dass digitale Infrastruktur zügiger ausgebaut werden kann, auch mit den großen Partnern der Technologiekonzerne. Sicherheit im Netz für Menschen und Unternehmen ist ein wichtiges angesprochenes Thema. Das wird im Ausschuss sicherlich vertieft. Ich will nur darauf hinweisen, dass Industrie- und Wirtschaftsspionage natürlich ganz neue Dimensionen erreicht und dass wir uns bewusst machen müssen, wie wichtig Netzsicherheit unter dem Gesichtspunkt Standortsicherheit und Entwicklung regional und national ist. Das schmälert nicht die individuellen Schutzrechte, die gestärkt werden müssen, und das schmälert nicht die Aspekte einer Kriminalitätsvorbeugung, wenn wir den Schutz entsprechend ernst nehmen.
Die Landesregierung hat digitale Wirtschaft als Schwerpunkt nicht nur benannt, sondern auch anerkannt. Auf unserer Agenda ist die Querschnittsbranche vom jungen Internet-Start-up bis zum Global Player im Fokus. Wir wollen, dass die Schnittstellen gestärkt werden. Der Branchendialog ist dafür ein gutes Instrument, mit den Akteuren Chancen auszuloten. Die Schnittstellenproblematik zwischen Industrie, KMU, Start-ups, Unis, Finanzwelt werden wir systematisch verbessern und die Strategie mit konkreten Maßnahmen auf den Weg bringen, die sich aus der Agenda ableitet. Und außerdem möchte ich darauf verweisen, dass ja gerade der Beauftragte der Landesregierung, Professor Kollmann, ein herausragender Ansprechpartner, ein anerkannter Experte und ein lebendiges Bindeglied ist, um zwischen den unterschiedlichen Akteuren zu vermitteln und entsprechende Erkenntnis in praktische Politik umzusetzen, helfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Groschek. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Moritz das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie schimpfen auf den Bund, werte Kollegen der Piraten, aber dort passiert immerhin was, im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen. Das mag vielleicht daran liegen, dass wir hier etwas zu entspannt sind, um die Ministerpräsidentin zu zitieren. Und auch wenn Sie sich über das Wort Neuland der Kanzlerin lustig gemacht haben, sollten Sie akzeptieren, dass es in weiten Teilen oder in breiten Gesellschaftsschichten und vor allen Dingen auch Altersgruppen unserer Gesellschaft nach wie vor viele Bürgerinnen und Bürger gibt, die nicht oder erst in den letzten Jahren gelernt haben, einen Computer zu bedienen. Und wir wissen auch noch, dass es vor vielen Jahren, vor 15 Jahren, 20 Jahren, noch in den Familien hieß, ach, dieses Internet, das wird sich doch nicht durchsetzen. Also akzeptieren Sie doch, dass es eine solche digitale Agenda gibt, dass eine solche digitale Agenda ein Zeichen ist, ein Zeichen in die Gesellschaft, dass das Thema digitale Gesellschaft angegangen wird. Und bei einem Thema, das ständig so im Fluss ist, machen starre Vorgaben keinen Sinn. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass zum Ende der digitalen Agenda im Jahre 2017 die digitale Welt ganz anders aussehen wird, als wir sie heute kennen. Und eben wegen dieses ständigen Wandels haben Sie ja recht, dass die starre Festlegung auf 50 Megabit pro Sekunde mittelfristig nicht zielführend ist. Aber solange sich in Nordrhein-Westfalen weite Teile der Bevölkerung, insbesondere auf dem Land, schon über 6 Megabit pro Sekunde beim Download freuen würden, solange müssen wir an der Digitalisierung der Gesellschaft auch grundsätzlich noch weiter arbeiten. Diese Millionen Bürgerinnen und Bürger und unzählige Unternehmen können über ihren durchaus berechtigten Wunsch nach symmetrischen Upload-Bandbreiten vermutlich nur ungläubig den Kopf schütteln. Sie haben genauso recht, wenn Sie die Überarbeitung des Förderprogramms Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes fordern, wobei entgegen der Ansicht von Herrn Minister Dün eine Förderung des Breitbandausbaus auch unter dem jetzigen Förderprogramm durchaus möglich wäre. Die Landesregierung ist offenbar nicht in der Lage, die Vorgaben zu verstehen und umzusetzen. Vielmehr bleibt sich die Landesregierung auch bei diesem Punkt treu und schreit nach Hilfe vom Bund, anstatt ihre eigenen Ziele erreichen zu wollen. Und in Ihrem Koalitionsvertrag haben Sie, werte Kollegen von Rot-Grün, selbst versprochen, dass bis 2018 flächendeckend 50 Megabit pro Sekunde verfügbar sein wollen. Manchmal frage ich mich ja, ob Sie selber noch dran glauben, was Sie da erzählen. Denn beim jetzigen Ausbautempo hätten wir diesen Ausbaustand in NRW erst am Sankt-Nimmerleins-Tag erreicht. Oder um es mit Zahlen festzumachen, während in Bayern bis 2017 rund 2 Milliarden Euro in den Ausbau der Breitbandinfrastruktur gesteckt werden, investiert Nordrhein-Westfalen gerade einmal 9 Millionen Euro jährlich. Das ist für ein Industrieland beschämend, aber auch bei diesem Punkt sehe ich bei Ihnen von Scham keine Spur. Lassen Sie mich zum Thema Datenschutz kommen, da bin ich grundsätzlich bei Ihnen. Damit die digitale Gesellschaft Realität werden kann und auch weitgehend akzeptiert wird, brauchen wir
adäquate Datenschutzkonzepte. Ich halte nichts von den Utopisten, die völlig auf jeden Datenschutz verzichten wollen. Solange die Menschen so sind, wie sie sind, solange wird die digitale Agenda ohne Datenschutz nicht akzeptiert werden. Ich kann Ihnen allerdings in Ihrer Bewertung vom unkontrollierten staatlichen Behörden nicht folgen. Denn angesichts der schweren Bedrohungen, die sich unser Staat und unsere Gesellschaft ausgesetzt sehen, benötigen wir geheimdienstliche Erkenntnisse. Und die Geheimdienste können auch nur dann effektiv arbeiten, wenn sie auch im Internet Zugriff auf unsere Daten haben. Denn wir alle akzeptieren es, glaube ich, im Gegensatz, dass Hausdurchsuchungen mit einem Durchsuchungsbefehl in Ordnung sind, wo in jeden Schrank, in jede Schublade geschaut wird. Warum wir dann das Internet außen vor lassen sollen, verstehen wahrscheinlich auch nur Sie alleine. Um es auch hier sehr deutlich zu sagen, ich will keineswegs die Exzesse einzelner Geheimdienste gutheißen, aber ich plädiere für eine ausgewogene Balance zwischen Sicherheit und Datenschutz. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen des Herrn Kollegen Sommer? Von ich glaube, Sie kommen zum Schluss eh noch mal, dann würde ich dann darauf zurückgreifen. Also zum Auf Schluss? Eine Zwischenintervention würde ich dann, jetzt gut. Nicht, aber Zwischenintervention, okay. Ja. Okay, ich komme darauf zurück. Und angesichts ständig wechselnder Bedrohungsszenarien wird man auch nicht umhinkommen, diese Balance ständig neu auszutarieren. Und um diese Balance zu gewährleisten, sieht die digitale Agenda beispielsweise die Stärkung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz vor. Hier soll eine neue oberste Bundesbehörde für den Datenschutz geschaffen werden. Und ich persönlich empfinde dies als deutliche Stärkung des Themas Datenschutzes auf Bundesebene. Wir sind uns auch einig, dass die IT-Sicherheit gestärkt werden muss. Der Bundesinnenminister hat den Entwurf eines IT-Sicherheitsgesetzes vorgestellt. Auch hier ist die Bundesregierung auf dem richtigen Weg. Die digitale Agenda, verehrte Kolleginnen und Kollegen, kann und soll gar nicht die Digitalisierung Deutschlands nach sozialistischem Muster bis ins kleinste Detail regeln. Sie soll ein Zeichen in die Gesellschaft geben und sie soll einen Rahmen setzen und mögliche Ziele aufzeigen, damit Deutschland auch weiterhin eines der wirtschaftlich und gesellschaftlich führenden Länder dieser Welt bleibt. Meine Damen und Herren, insbesondere von der Piratenfraktion, lassen Sie uns gemeinsam die digitale Agenda der Bundesregierung mit Leben füllen. Bringen Sie sich konstruktiv mit ein und zeigen Sie kreative Konzepte auf, die Deutschland und vor allen Dingen Nordrhein-Westfalen nach vorne bringen. Vielen Dank, Herr Kollege. Bitte bleiben Sie vorne. Zwischenzeitlich hatte sich in den letzten Sekunden auch noch mutmaßlich Herr Bolte, der auf dem Platz von Herrn Engsfeld sitzt, mit der Bitte an uns gewandt, ob er Ihnen eine Frage stellen könnte. Bitte schön. Dann kommt anschließend die Kurzintervention der Piratenfraktion. Also, dann ist jetzt erst zu einer Frage, aber bitte Herr Kollege Bolte dran. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Präsident, Herr Kollege, dass Sie die Frage jetzt noch zulassen. Ich musste mir einmal die Tabelle raussuchen, deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis ich mich eingedrückt habe. Ist Ihnen bekannt, dass nach einer kürzlich veröffentlichten TÜV-Rheinland-Studie die Breitbandversorgung mit 50 Mbit in Nordrhein-Westfalen derzeit bei 70,5% liegt, während sie in Baden-Württemberg bei 68% liegt und in Bayern bei 53%? Die Statistik ist richtig, das macht aber nichts daran deutlich, dass Sie 9 Millionen jährlich investieren, dass die Bayern bis 2017 2 Milliarden investieren und dass Sie mit den 9 Millionen, die Sie jährlich investieren, ja, dass die Zahlen Ihnen wehtun und dass Sie da jetzt laut werden, ist verständlich, aber mit 9 Millionen jährlich werden Sie Ihr Ziel bis 2018 nicht erreichen. Ganz einfach. So, vielen Dank. Das war die nachgereichte Zwischenfrage und die Antwort von Herrn Kollegen Moritz. Und jetzt erhält Herr Kollege Sommer für 90 Sekunden das Wort zu seiner Kurzintervention. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, lieber Kollege. Ein paar Sachen waren ja gar nicht so schlimm, die ich jetzt gerade von Ihnen gehört habe. Aber Sie haben ja eine Analogie aufgemacht, die mir immer wieder quer runtergeht in der politischen Diskussion. Und zwar machen Sie die Analogie auf zwischen einer physischen Hausdurchsuchung und der einer Online-Durchsuchung. Wenn Sie Daten haben wollen von irgendjemandem,
dann können Sie die jetzt über eine ganz normale Hausdurchsuchung bekommen. Eine Hausdurchsuchung, bei der ein Durchsuchungsbefehl ausgestellt werden muss, von einem Richter unterschrieben und wo der Beschuldigte oder sein Vertreter möglichst bei sein sollen. Wohingegen die Online-Durchsuchung, die Sie ja gerade ansprachen und das analoge und aufmachten, eben ohne einen entsprechenden Vertreter und ohne das Beisein des Besitzers der Daten durchgeführt wird, und zwar heimlich. Das widerspricht ganz klar unseren staatsrechtlichen Prinzipien. Technisch möglich hin oder her. Und wenn Sie einfach nur an Daten von irgendwelchen Festplatten kommen wollen und das auch staatsrechtlich richtig und offen machen möchten, dann machen Sie doch einfach eine jetzt schon mögliche Hausdurchsuchung und beschlagnahmen die Datenträger. Danke. Herr Kollege Sommer, vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben, auch Ihnen das einmal noch zu erklären. Zum Ersten ist es so, dass auch heute Durchsuchungen stattfinden, wenn jemand nicht zu Hause ist. Zum Zweiten, und das ist der entsprechende Unterschied, wenn Sie ein Telefon überwachen, dann fragen Sie auch nicht vorher an, Entschuldigung, bist du zu Hause, wir möchten jetzt gerne dein Telefon überwachen, nur dass du Bescheid weißt, sondern eine Telefonüberwachung findet auch statt, ohne dass die entsprechende Person es weiß. Und zum Dritten wissen Sie, dass in der heutigen Zeit, wo dank des Mobilfunks Sie digitale Daten auch von unterwegs abrufen können, Sie persönlich nichts davon haben, zu Hause zu stehen, wenn die Person mit einem Smartphone oder mit einem tragbaren Computer unterwegs ist und die Daten mit sich führt. Also insofern ist zwar die Grundidee, die dahinter steckt, gut, nur wenn Sie sich mit der Technik ein bisschen beschäftigen, wissen Sie, dass es einfach illusorisch ist, was Sie dort fordern. Vielen Dank. Soweit Kurzintervention und Antwort darauf. Nächster Redner für die SPD-Fraktion ist Herr Kollege Schneider. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute reden wir über einen Antrag, den die Piraten zum Thema digitale Agenda eingebracht haben und der noch ausführlich im Ausschuss diskutiert werden wird. Dabei nimmt die Antragstellerin eine pessimistische Position ein, die, Sie werden es geahnt haben, nicht nur die SPD nicht teilen kann. Auch andere Akteure urteilten wesentlich positiver, als es die Piraten tun. So zum Beispiel der Arbeitskreis Softwarequalität und Ausbildung. Zitat: Die Bundesregierung hat die Bedeutung des digitalen Wandels für Wachstum und Beschäftigung erkannt und würdigt ihn mit dem Ziel nach Zugang und Teilhabe. Zitat Ende. Oder der Bundesverband der Musikindustrie. Zitat: Mit der digitalen Agenda schlägt die Bundesregierung ein neues Kapitel ihrer Netzpolitik auf, die einen klaren Gestaltungswillen erkennen lässt und sich nicht mehr nur einseitig an digitalen Chancen orientiert, sondern die digitale Transformation als Querschnittsthema für alle Gesellschafts- und Wirtschaftsbereiche begreift. Zitat Ende. Und ein letztes Zitat, der Verband der deutschen Internetwirtschaft, der sagt, die zentrale Herausforderung bei der Digitalisierung der Gesellschaft ist das Finden eines gemeinsamen Grundkonsens bei der Ausgestaltung der Internet- und Netzpolitik. Die digitale Agenda ist ein erster wichtiger Schritt dazu. Zitat Ende. Ich könnte nun eine Weile so weitermachen, das wäre leidlich langweilig, das gebe ich zu. Denn allein mit Copy-Paste ließe sich zwar eine Rede zusammenstellen, die digitale Agenda insgesamt positiv bewertet. Soweit, und das möchte ich persönlich ausdrücklich sagen, will ich aber nicht gehen, weil ich an der einen oder anderen Stelle ebenfalls Bedarf von Konkretisierungen sehe. Und hier hat der Kollege Alexander Vogt alles gesagt, was gesagt werden muss. Aber die Diskussion ist eben noch in vollem Gange. Und deshalb möchte ich heute den Fokus auf einen wichtigen Teilbereich dieser Diskussion lenken. Denn, liebe Medienpolitikerinnen und Medienpolitiker, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber in meinem Wahlkreis können die allermeisten Bürgerinnen und Bürger auf den ersten Blick mal so gar nichts mit den Themen anfangen, die wir hier und heute besprechen wollen. Hand aufs Herz, Netzneutralität, Störerhaftung und 50 Mbit Ausbau. Erst wenn man den Internetnutzerinnen und Nutzern erklärt, was für sie ganz praktisch dahinter steckt, kommt die Diskussion so recht in Gang. Das liegt nicht etwa daran, dass die Menschen in meinem niederrheinischen Wahlkreis nichts von Internet verstünden. Ganz im Gegenteil, sind hier wie anderswo in Deutschland rund 75% der Erwachsenen online und bewegen sich wie selbstverständlich im Netz. Dass so viele so wenig damit anfangen können, liegt unter anderem daran, dass die Diskussion zunehmend, und ich bedauere das sehr,
in den Salons einer digitalen Bohème stattfindet und wie beim klassischen Vorbild der Salons in einer Sprache geführt wird, die die Massen nicht verstehen sollen. Allein in der Diskussion heute könnten wir viel für das Verständnis tun, wenn wir statt Störerhaftung mal sagen, dass es darum geht, nicht den Eigentümer des offenen WLAN-Netzes zu belangen, sondern den Nutzer, der damit etwas Unrechtes tut. Hinter Netzneutralität verbirgt sich der feste Glaube daran, dass niemand an der Auffahrt zur Datenautobahn stehen darf, um einzelne Automarken auszusortieren oder ihnen den Motor zu drosseln, wenn sie nicht bezahlen. Und 50 Mbit für alle bedeutet, dass man eben einen Film in HD streamen, also anschauen kann und gleichzeitig einen anderen Film aufnehmen. Mit den derzeit durchschnittlich 7,6 Mbit geht das nämlich nicht. Meine Damen und Herren, diese Beispiele zeigen, warum die digitale Agenda so wichtig ist. Sie bezeichnet die Aufstellung der Gesprächspunkte bei politischen Verhandlungen. Nichts anderes bedeutet die Übersetzung des Wortes Agenda laut Duden Fremdwörterbuch. Und bereits hier, liebe Piratinnen und Piraten, setzt das Missverständnis ein, dem Sie aufgesessen sind. Und der Minister hat es gerade auch schon ausgeführt. Die digitale Agenda ist nicht die in Stein gemeißelte oder der in Stein gemeißelte Maßnahmenkatalog. Und sie will es auch gar nicht sein. Ich sage, die digitale Agenda kann gar kein abschließendes Werk sein, denn wir alle wissen, wie viel sich im Bereich der digitalen Medien täglich, nicht wöchentlich, nicht monatlich, sondern täglich verändert. Und darüber müssen wir sprechen, um dann die passenden Regeln aufzustellen. Bei der Störerhaftung, bei der Netzneutralität, beim Ausbau des breitbeinigen Internets und bei einer Modernisierung des Urheberrechts. Nur um mal einige der vielen Beispiele zu nennen. Erst in dieser Woche hat der Ausschuss für Kultur und Medien hier aus dem Landtag eine Reise nach Berlin unternommen, um auch über diese Themen mit den Akteuren der Bundespolitik zu sprechen. Ich schaue Sie mal an, Herr Lammler, Sie waren ja dabei und zumindest mir ist da ganz deutlich geworden, bitte. Eben, das ist das Schöne, da können wir uns jetzt mal gegenseitig anschauen und miteinander sprechen, vielleicht gleich auch noch mehr. Und ich glaube, uns beiden ist deutlich geworden, ja, und ich glaube, uns beiden ist deutlich geworden, dass jetzt nach und nach die Gesetzesvorhaben kommen. Und zum Beispiel beim Urheberrecht wird da vorher noch mal genau hingeschaut, weil eben dieses Urheberrecht nicht mal eben so schnips einfach zu verändern ist und eben viele Facetten auch noch aufweist. Aber ich merke schon, so richtig ist das bei Ihnen scheinbar nicht angekommen. Also nicht jede Bildungsfahrt ist dann am Ende bei allen erfolgreich. Warum also dieser Antrag der Piraten, der in bester Echauffierensmanier mit Etikettenschwindel überschrieben ist und auch ansonsten mit Kritik an der, Zitat, sogenannten digitalen Agenda nicht spart. Liebe Piraten, mir scheint, Sie sind angekommen in der Ritualisierungsmaschine des Politikbetriebs. Doch ich weiß nicht, ob ich Ihnen dazu gratulieren soll. Was Sie einmal so verabscheut haben, tun Sie nun selbst. Auskeilen nach dem Prinzip, das nicht gut sein kann, was nicht von mir selber stammt. Und aus Ihrer Sicht leider sitzen Sie ja nun mal nicht in Berlin. Aber man gewöhnt sich dran, haben Ihre Kollegen in Berlin kürzlich noch plakatiert. Nur das hat Sascha Lobo bei seiner Rede auf der Republika 2014 überhaupt zu einem Kommentar über die Piraten verleitet. Was muss das für eine Ohrfeige sein, gar nicht erwähnt zu werden bei so einem Event? Wo Lobo ansonsten, wie er sagt, über sie eigentlich schweigen wollte, wegen, ich zitiere wörtlich, Zitat Ende. Und ich kann ihn verstehen, ich kann Lobo verstehen an der Stelle, wenn ich mir das heute anschaue. Es ist ein Geburtsthema. Es ist ein Geburtsthema der Piraten, zu dem sie heute den Antrag gestellt haben. Ihr Fraktionsvorsitzender glänzt durch Abwesenheit. Seine Vertretung liest den Text dieser Rede mehr als holprig vor, kann man ihm nicht zum Vorwurf machen, um Gottes Willen. Die Fraktion daddelt, nicht jetzt, weil ich sie mal direkt anspreche, aber ansonsten an ihren Handys, hört gar nicht zu. Zwischenfragen werden gestellt und die Antwort gar nicht abgewartet. Also meine Damen und Herren, welcher Wähler, welcher Ihrer Restwähler könnte da nicht enttäuscht sein, meine Damen und Herren? Und so kann ich auch Ihren Abwehrreflex, der in diesem Antrag zum Ausdruck kommt, auch absolut verstehen gegen die digitale Agenda. Benennt die Bundesregierung doch hierin Themen, für die sie gerne Exklusivrechte geltend machen. Doch war es nie so, dass die Piraten alleine im Bereich der Medien- und Netzpolitik aktiv waren. Im Neuland, wie es der eine oder andere nennt, ich wiederhole es auch nochmal, sind wir alle schon längst unterwegs. Vielleicht sind Sie nur etwas ungeduldiger als andere.
Was Sie jedoch verkennen, ist die Zeit, die sich eine gesellschaftliche Diskussion wie diese nimmt. Nicht wir uns für die Diskussion, sondern die gesellschaftliche Diskussion nimmt sich diese Zeit. Und das liegt nicht an irgendwelchen Verhinderern, sondern schlicht und einfach daran, dass viele gesellschaftlich relevante Themen erst dann so richtig diskutiert werden, wenn sie spürbar bei den Menschen ankommen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Die Redezeit ist abgelaufen. Wir werden die digitale Agenda im zuständigen Ausschuss diskutieren, auch ohne eine Regelungskompetenz zu besitzen, weil es wichtig ist und weil wir alle als Internetlobby unseren Einfluss geltend machen sollten. Darauf freue ich mich und bedanke mich gleichzeitig für Ihre Aufmerksamkeit. Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege Schneider. Für die FDP-Fraktion spricht noch einmal Herr Kollege Nückel. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Kollege Schneider, dass Sie jetzt sozusagen den Piraten gratulieren, dass Sie bei gewissen Ritualen angekommen sind, die Sie schon lange eingeübt haben. Aber es gehört auch natürlich immer zu diesen, ich finde, nicht so besonders guten Ritualen, Kronzeugen zu zitieren mit Sätzen, die man aus ihren Gesamtpositionen herausreißt, wogegen Sie sich jetzt hier nicht wehren können. Bei allem haben Sie natürlich recht, bei der Musikindustrie, aber das ist ja noch nicht als Vorreiter bekannt und war ja auch dann mehr so ein Bremser. Und das hat den Mitgliedern dieses Verbandes ja auch eine Menge Geld gekostet, dieses Verweigern von neuen Entwicklungen. Das muss man einfach dann auch in diesem Punkt dann natürlich mal eingestehen. Und es hat den Künstlern auch eine Menge gekostet, das muss man noch mal dazu sagen. Die Kollege Moritz, aufgeworfenen Fragen zum Thema Datenschutz. Gerade beim Thema Datenschutz und Sicherheit im Netz passen natürlich da Worte und Taten nicht zusammen. Während die Bundesregierung in Berlin eine rasche Harmonisierung des europäischen Datenschutzes ankündigt, macht sie sich andererseits einen Namen als Blockiererin nach wie vor bei der Verabschiedung einer Datenschutzgrundverordnung in Brüssel und auf Überwachung und setzt auf um sozusagen ihr eigenes Versagen zu verwischen, nein, in dem Fall ist es ja nicht ihr eigenes Versagen, immer auf alte Zeiten, was da alles schiefgelaufen ist. Da können wir auch noch Ziel in der Zeit alter rot-grüner Koalitionen rumsuchen, da werden wir auch noch genug finden, Wurzeln finden, warum heute etwas schlecht läuft oder nicht optimal läuft. Die Bundesregierung setzt auf Überwachung und Ausspähung der Bürgerinnen und Bürger. Das muss man einfach mal sagen. Auch das wird bei dieser digitalen Agenda, die ja eigentlich keine ist, deutlich. Sie sollte sich aber besser dafür einsetzen, dass Bürgerrechte aktiv geschützt werden. Das heißt endgültiger und formaler Verzicht auf die Vorratsdatenspeicherung, Stärkung des Datenschutzbeauftragten und der Stiftung Datenschutz sowie eine zügige Verabschiedung einer europäischen Datenschutzgrundversorgung. Das wären grundlegende Punkte. Danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Nückel. Für die Piratenfraktion spricht Herr Kollege Schwert. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Machenschaften der NSA, die digitale Agenda der Bundesregierung, die Drohnenkriege der USA, die Arbeitsbedingungen beim Online-Versandhandel Amazon oder der Kampf um den Datenschutz. Die Fragen der digitalen Gesellschaft sind in der Mitte der Gesellschaft und damit auch in der Mitte der Politik angekommen. Doch auch in dieser Mitte gibt es noch einige weiße Flecken. Einer dieser weißen Flecken ist leider auch meine Partei, die Deutsche Sozialdemokratie. Zitat Ende. Das schreibt Yannick Hahn, seines Zeichens Netzpolitiker der SPD, im Blog der Seite spd-netzpolitik.de. Und das ist eigentlich noch nett formuliert, denn tatsächlich ist die Netzpolitik der Großen Koalition die reinste Katastrophe. Das sind keine weißen Flecken, das ist gähnende Leere. Das zeigt schon die Zuständigkeit der Ministerien. Die digitale Agenda stammt vom Wirtschafts-, Innen- und Datenautobahnminister. Damit ist die Große Koalition nicht mal im Web 2.0 angekommen. Das Internet als Shopping-TV-Kanal und ansonsten wird es nur als Bedrohung empfunden. Kein Wort zu Bürgerrechten, kein Wort gegen die staatlich organisierte Überwachung, kein Wort zur Sicherstellung von Privatsphäre und Datenschutz. Kein Wort zum Vertrauensverlust in die Integrität von Verschlüsselung und Netztechnologie.
aber auch kein Wort zur Zukunft des Lernens, zur Zukunft des Arbeitens. Wie wollen wir mit den Strukturproblemen und Systembrüchen darin umgehen? Kein Wort, wie soziale, gesellschaftliche, kulturelle Partizipation und Inklusion im Netz stattfinden soll. Kein Wort zur politischen Gestaltung, zu E-Government. Kein Wort zur fairen Nutzung von Kunst und Kultur im Netz. Die absolut meisten Chancen und Risiken für uns und unsere Gesellschaft werden in dieser sogenannten Agenda noch nicht einmal erwähnt. Und soweit, Herr Schneider, es gibt weiß Gott genug Themen, die die Bundesregierung, die Große Koalition den Piraten da überlässt. Keine Sorge. Bei der Vorstellung der digitalen Agenda schmeißt Wirtschaftsminister Gabriel nach der Störerhaftung gefragt wild Straf- und Zivilrecht wild durcheinander. Die Ignoranz gegenüber den Fragestellungen unserer digitalen Zukunft ist atemberaubend. Wir haben im vorliegenden Antrag ganz klar benannt, wie eine digitale Agenda aussehen könnte. 7 konkrete Forderungen, woran die digitale Agenda ausgerichtet werden kann. Und das kann hier und muss hier im Landtag geschehen. Wir fordern eine breite Debatte aller beteiligten Ressorts und nicht nur eines Wirtschaftsaspektes, sondern auch Kultur und Medien, Verbraucherschutz und so weiter und so fort. Und das muss hier im Landtag beginnen. Da sollten wir hier Vorreiter sein. Und das werden wir jetzt auch heute tun. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe deshalb die Aussprache und rufe die Abstimmung auf. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 19/6678 an den Ausschuss für Kultur und Medien federführend, an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk, an den Hauptausschuss, an den Ausschuss für Europa und eine Welt sowie an den Haushalts- und Finanzausschuss. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer möchte dem zustimmen, den darf ich um sein Handzeichen bitten. Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist diese Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 11, zweite Lesung des Gesetzes.